Herzlich willkommen, mein Name ist Rambo und ja, heute mit einem Let's Play zu Train Station. Dies ist ein kostenloses Browser-Game. Gibt es auch auf Facebook, bei den Facebook-Spielen, ja. Manche sind zwar nicht so begeistert davon, ja. Manche vielleicht schon mal ein bisschen die Pause ausnutzen, ja. Ich habe ein bisschen vorgespielt schon. Ich bin auf Level 67. Einige meinen vielleicht, Level 67 ist ein bisschen schon zu weit, aber ich sage mal euch so, dass das relativ am Anfang noch ist. Denn es gibt etwas über 400 Level bei Train Station. Klingt jetzt viel. Ist aber gar nicht so viel. Ich bin auf Level 67 gekommen. Innerhalb von 3 Monaten. Das ist nicht viel, sage ich mal so, wenn nicht jeden Tag spielt. Ja. Die ersten 50 Level, sage ich mal, gehen relativ schnell. Die ersten drei noch schneller. Werdet ihr euch selber wundern. Ja. Ihr seht hier meinen Bahnhof, der ist schon ein wenig weit gebaut. So ziemlich zugestellt vielleicht. Es hat drei Gleise. Ihr fangt natürlich an mit einem Gleis und mit Dampfloks. Die Soundtracks sind auch wunderbar. Ja, den Briefumschlag, den ihr gerade gesehen habt, da könnt ihr euch nochmal ein bisschen Post dazu verdienen. Die braucht ihr natürlich, um wieder ein bisschen Geld zu machen hier. Seht ihr hier. Diese Diamanten hier, das ist die eigene Währung des Spiels. Damit könnt ihr euch ein paar Vorteile erkaufen, sage ich mal. Oder vielleicht mal, wenn ihr jetzt einen Zug losgeschickt habt und ihr merkt, okay, das war jetzt falsch, um den nicht zu stornieren und euch da, dass ihr da das Geld einfach auf jeden Fall kriegt oder die Materialien kriegt, könnt ihr die einsetzen. Je nachdem, wie weit die Strecke entfernt ist, also nach Zeit wird hier abgerechnet. Ja, ihr fangt auf jeden Fall mit Dampfloks an. Diese Dampfloks haben am Anfang noch 4 Waggons. Meine Dampfloks haben jetzt mittlerweile 10 Waggons und einige 12 Waggons. Es gibt aber auch noch viel mehr. Also ich zeig's mal euch im Shop. Hier könnt ihr auch jederzeit welche dazu kaufen. Das sind die neuesten Angebote hier. Viel natürlich mit Diamanten was zu tun, was man damit kaufen kann, mit der eigenen Währung. Aber, ja, hier unten seht ihr auf jeden Fall noch eure Materialien, die ihr habt. Ganz wichtig vielleicht, ihr beschafft die alle selber, ihr fahrt die alle selber ein. Das kostet euch nur diese Strecke, also bei einer Dampflok zahlt ihr jedes Mal Geld, also dieses Spielgeld jedes Mal, wenn ihr eine Dampflok losschickt und bei irgendwann, wenn ihr Verdieselung habt, Dieselloks, zahlt ihr Diesel, also ihr verbraucht Diesel, das seht ihr hier, ihr fahrt euren Diesel selber ein. Ihr müsst also die Waggons auch mit verbauen, dass ihr Diesel mit einfahren könnt, damit ihr schon mal vorsorgen könnt. Ihr könnt natürlich diese Materialien alle verkaufen auch, aber wäre vielleicht nicht so ratsam, weil ihr habt ja noch einzelne Missionen, die ihr machen müsst oder machen könnt. Also müssen tut das nicht, aber könnt, und das wäre auch ratsam, dass ihr die macht. Denn es gibt einfach mal genug XP dafür. Um wieder ein Level aufzusteigen und mehrere Sachen freizuschalten. Hier habt ihr Holz, Nägel, Steine, also Ziegelsteine, Glas, Diesel, hier für die Dieselloks. Dann habt ihr hier Stahl, Schotter, Atom. Das Atom braucht ihr für die Elektrozüge. Es gibt auch Elektrozüge. Damit könnt ihr müsst damit nicht nur Personen befördern oder Post befördern. Achso, ja, vielleicht noch was mit den Personen und der Post.
die ihr hier oben jetzt grau seht, könnt ihr Geld einfahren. Dieses Geld könnt ihr wohl benötigen für Erweiterungen, den Bahnhof vergrößern oder was anderes. Ihr werdet das ja alles dann sehen hier. Hier ist auf jeden Fall der Shop, seht ihr ja. Ja, wo sind wir stehen geblieben mit? Genau. So, Zement habt ihr auch. Gummi, Carbon, Titan, Marmor, Kabel, Plastik. Ja, und was das andere ist, das werden wir gleich sehen. Ja, hier könnt ihr eure Loks kaufen. Am Anfang seid ihr noch hier. Da seht ihr, das sind die ganz kleinen. Ihr habt auch noch ein eigenes Museum. Wenn ihr das vervollständigt, da gibt es immer noch so eine verschiedene Version dazu. Dann kriegt ihr zum Beispiel eine andere Diesellok oder eine andere Lok. Einfach mal so gratis mit 12 Waggons. Und das ist, es kann auch mehr sein, 24 oder 45 oder was. Kommt immer drauf an. Oder auch mit 8. Braucht euch die nicht kaufen. Die Loks kosten auch richtig viel Geld, sage ich mal. Hier geht es ja noch mit 2000, geht es ja noch. Aber da, wo ich denn schon bin, da fängt es dann an mit 600.000 oder 1,2 Millionen. Meine teuerste Lok kostet 1,2 Millionen. Da habe ich lange für gebraucht, um diese mir zu erarbeiten. Ja, da brauchen wir jetzt gar nicht hier weiter rumgucken. Ja, die Waggons. Könnt ihr dann jedes Mal auswählen, was ihr noch so braucht? Kauft ihr dazu? Hier sind noch die Personen und Post sind getrennt. Ihr könnt sie aber auch zusammennehmen. Aber zusammen ist immer schlecht, weil da halt nicht so viel Geld bei rumkommt. Die XP-Waggons sind auch ganz cool. Damit könnt ihr euch ein bisschen einen Vorteil verschaffen halt. Häuser, die braucht ihr, um eure Missionen zu erfüllen oder XP einzufahren, sind auch gute Dekorationen und vor allen Dingen produzieren die auch Leute, Besucher. Ja, dann habt ihr eure Dekorationen. Gut, das sind bloß Dekos, wisst ihr ja Bescheid, das ist nichts Großes. Dann die Erweiterung. Ich bin hier mittlerweile schon beim Freischalten des vierten Gleises. Ihr fangt natürlich an mit einem Gleis. Und da sind die Preise noch nicht ganz so hoch mit beim zweiten Gleis. Aber es ist immer vorteilhaft, wenn man ein Gleis dazu nehmen kann. Denn man bekommt dann auch dazu einen Zugslot. Diesen Zugslot, den ihr hier seht, könnt ihr euch entweder kaufen. Ihr habt natürlich auch schon standardweise welche da. Aber ihr werdet das später merken, dass einfach mal vier Loks nicht ausreichen oder fünf. Und das ist dann immer mehr, dass ihr immer mehr braucht. Und wenn ihr ein Gleis kauft, dann habt ihr gleich einen Zugslot dazu. Das ist halt wie so ein Paket. Ja, die Straße erweitern ist auch ganz cool. Braucht ihr auch. Das werdet ihr auf jeden Fall selber rausfinden noch. Die Themen, das sind die Hintergründe des Bahnhofs. Hier seht ihr zum Beispiel bei mir eine Wiese. Ja. Die benötigt ihr, um bestimmte Loks zu kaufen oder eure Mission weiterzuführen. Macht doch was her. Ist immer ganz schick sowas. Wo sind wir jetzt? Hier, Themen. So, dann gibt es ja noch diese mysteriösen Depots. Ja, diese in diesen Säcken, da befindet sich immer mal wieder eine Lok mit 13 Waggons, eine Diesellok oder was. Oder auch mal Material. Da schaltet ihr auch nach und nach frei und das werdet auch selber noch dort erfahren. Das kommt dann, wenn ihr es braucht. Ja, hier unten habt ihr den Shop Geschenke. Hier seht ihr auch, ich habe ein paar Freunde mit drin. Dieser Mr. Bill, das ist Mr. Bill. Den habt ihr standardmäßig schon drin. Da könnt ihr mit draufklicken, könnt Züge abfertigen, um XP und Material oder Geld zu bekommen. Wenn eure Züge gerade mal unterwegs sind. Ihr seht hier, einige Züge von mir sind gerade da. Die werden wir auch gleich lernen. Freunde braucht ihr auf jeden Fall, das ist ganz cool. Das sind die Errungenschaften, das sind diese Missionen.
Wo ihr. Achso, hier vielleicht noch. Königshug. Ja. Neun Waggons, richtig cool gemacht. Das ist so wie so ein Präsidentenzug. Ja. Ja, hier seht ihr eure vollbrachten Missionen. Ihr schon fertig habt, natürlich. Dafür gibt es auch jedes Mal Belohnungen. Das ist ganz cool gemacht. Hier zum Beispiel 85.000 Geld, ja, Gold. Ja. Hier ist das Museum. Eure gesammelten Züge. Die sollt ihr natürlich nicht verkaufen. Behalten am besten. Ich habe gerade die Mission, dass ich 85 verschiedene Loks sammeln muss. Hier, wie ihr seht, habe ich schon viele, aber nicht alle, leider. Da muss man immer Glück haben, dass man die bekommt. Ist eigentlich egal, was man für Loks hat. Hier sind alle eingetragen. Zugsets gibt es auch. Da habe ich auch einige. Ihr fangt natürlich auch mit dem Zugset an. Zugset. Oh. Ihr habt da die Verträge. Hier, es gibt auch Verträge. Das ist zum Beispiel ein Sondervertrag. Das ist jetzt ein Event. Oktoberfest. Ja, da bin ich schon. Da kriegt man dann jedes Mal XP und irgendeine Dekoration oder Waggons dazu. Eine Besonderheit, ja. Ihr fangt natürlich an mit Mrs. William. Ist ganz cool, wenn ihr diese verbracht habt, diese Mission, dann bekommt ihr diesen Bahnhof. Also sprich, ich habe jetzt einen zweiten, aber viel kann ich damit nicht anfangen. Leider. Mit den anderen weiß ich noch nicht. Da sind wir noch nicht so weit. Hier seht ihr, hier läuft gerade noch eins. Da habe ich zwei Züge hingeschickt. Ihr könnt natürlich auch eure Freunde, euren Freunden Züge schicken. Ja, dazu müsst ihr wieder was freikaufen und das kostet dann entweder Stahl oder ja, muss nicht alles Geld kosten. Ja, gut, dann werden wir mal nicht so viel quatschen. Werden wir mal hier. Ich fange hier immer von hinten an, das ist immer ganz cool, das ist besser. Und die Züge dann auch gleich wieder loszuschicken. Das ist jetzt zum Beispiel Post hier. Dann nehmt ihr mal Geld ein, wie ihr seht hier oben. Nimmt das zu und dahinter habe ich dann halt auch meinen Atomzug. Atomverbrauch, der ja auch für die Elektrozüge, die müsst ihr auch immer selber einfahren. Ja, ich habe hier einen Teil des königlichen Zugs dabei, weil ich den selbst noch nicht ganz voll habe. Na, hier könnt ihr die losschicken, 10 Minuten lang. Da seht ihr, was er verbraucht, was er einnimmt, nicht was er verbraucht. Was er verbraucht, steht hier. Das ist ein Dampflok. 10 Waggons. Und ich verbrauche 180 Dollar, sage ich mal. Für eins. 10 Minuten, 30 Minuten, eine Stunde könnt ihr die wegschicken. Achso, das sind hier die XP, die ihr bekommt. 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden, 18, 12, 18. Einen Tag könnt ihr die bis zu einer Woche, also 2 Tage und eine Woche. Da gibt es ja noch hier dementsprechend immer. Ich nehme immer so eine halbe Stunde, wenn ich jetzt ein bisschen Zeit habe. Und sonst immer. Merkt ihr, die Sounds sind ganz cool auch. Die sind real. Sagen wir es mal so. Ah, ich habe ja schon geklickt gehabt. Das habe ich schon mal vergessen. Schon mal der nächste Zug an. Hier, das ist der Elektrozug. Der bringt mir 6.000 Geld ein bei einer Tour. Und der mit diesen 12 Waggons halt hier. Hier ist noch ein Waggon. Der hat mir gerade Stahl und Schotter gebracht. Zum Beispiel dieses Facebook-Like, das bringt extrem viel. Stahl. Bonus. Wir bringen auch Bonus ein. Ganz wichtig. Wollte ich mal sagen. Ich fertige einfach mal meine Züge hier. Einfach bloß draufklicken und dann werden sie entleert. Dann sind sie dann leer. Seht ihr dann, was ihr hier eingenommen habt? Pro Waggon. Ich habe einige mehr. Ich zeige euch gleich noch viel mehr. Ja, also
Holz, Feuer hinter, Stäbe, Gummi, Zement, Gummi. Hier sind Holzzüge. Ich habe einige Züge, weil ich finde, das wäre ganz gut, wenn ich ein Schild gleich endlich mal habe. Dann geht das schneller mit dem Absammeln, mit dem Abfertigen. Hier regelt. Wir brauchen Holz und wir brauchen Holz. Könnt eure Züge beliebig zusammenstellen, wie ihr sie gerade braucht. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade erst vor kurzem ein Level geschafft. Man sieht, ich bin schon mal ordentlich weit hier. Ich habe gerade vor kurzem erst ein Level geschafft. Da bauen wir also mal. Da gibt es dann auch immer so Geschenke dazu. Editieren könnt ihr die. Ihr habt dann Geschenke. Hier seht ihr zum Beispiel, dass ich genügend andere Loks noch habe. Ich verbaue jetzt Scheiben. Ich habe den dazu bekommen. Zack. Also müsste ich jetzt einen wegnehmen, weil ja, weil hier 11 von 10 steht. Ich brauche aber 10 von 10. Einen wegnehmen, 10 von 10 zum Bahnhof schicken. Und gemacht. Am Anfang gibt es dann halt ein kleines Tutorial noch dazu. Vom Spiel aus selber. Und das erklärt euch die meisten Dinger noch. Und somit ist es eigentlich gar nicht schwer. Ja. Es macht Laune. Auf jeden Fall. Nicht wundern, wenn hier noch viel schief geht. Ja. Ja. Gut. Ich denke mal, das war's erstmal. Ja, ich würde dann sagen, ich wünsche euch noch viel Erfolg mit dem Spiel und bis zum nächsten Mal. Ciao.